Willkommen endlich zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3. Schön, dich so guter Stimmung zu sehen, Sultan. Die kleine Ciri ist erwachsen geworden. Ich gehe mal ganz kurz ein paar Meter von Sultan weg, denn wir sind in der 100. Folge The Witcher 3 auf diesem Kanal und wahrscheinlich der letzten Folge. Denn in dieser Folge, egal wie lang sie jetzt dadurch werden mag, ob 10 Minuten oder 1 Stunde und 20 Minuten, es wird die Schlacht von Kaer Morhen folgen mit unseren Freunden zusammen. Die sind alle schon hier, dort ist Hjalmar, da hinten Sultan, Ciri ist da, Yennefer, Triss, alle sind da. Und das ist die finale Schlacht der Hauptstory sozusagen. Diese möchte ich in dieser Folge noch abhandeln. Und damit das Witcher-Projekt auf diesem Kanal zumindest beenden. Denn das läuft jetzt auch schon über ein Jahr. Und ich habe momentan einfach nicht genug Zeit, um zwei Spiele parallel aufzunehmen, wenn ich so viel Anno aufnehmen möchte. Was haben wir denn hier? Wir müssen es nur im richtigen Moment zünden. Und das Loch? Bleibt das für immer? Um das Loch machen wir uns Sorgen, wenn alles vorbei ist. Nun tritt zurück, Meister Hexer. Was macht er denn jetzt? Was machen die denn hier? Was ist das für ein Loch? Anada Valanda. Was passiert jetzt hier? Okay, das wahrscheinlich ist das jetzt so eine magische Zündschnur, die er gerade gelegt hat oder so. Dass Gas so stinken kann. Müssen die anderen warnen. Keiner mit offenem Feuer hier durchmarschiert. Okay, das ist also wirklich eine magische Zündschnur. Sie ist eine von uns, Geralt. Wir lassen nicht zu, dass sie sie kriegen. Das hoffe ich. Verdammter Schrotthaufen. So alt wie Wesemir. Eske. Grüß dich, Wolf. Wo denn? Ach, da. Voll übersehen jetzt. Da sitzt Eske, da unten in Lambert. Und hier drin wollen wir jetzt eine Beratung abhalten. Du bist Wer ist hier? Broch und Wes. Sehr schön. Was ist an Flammenfallen eigentlich so toll? Sie setzen das Ziel in Brand. Komme ich hier hoch oder muss ich? Nee, ich komme auch hier hoch. Das ist sehr schön. Einmal hier rein. Nö, nicht zumachen die Türen direkt vor meiner Nase, Yennefer. So. Dann mal hören und sehen, wer alles da ist. Nicht, dass ich jemanden übersehen habe bislang. Wesemir. Ruft alle zusammen. Wir müssen reden. Sehr ruhig hier. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Was ist das denn? Noch eine Mauer, oder? Einfach nur beschädigt? Wobei wir auch nicht wissen, wie sehr das noch beschädigt werden könnte durch diese Schlacht. Vielen Dank, dass ihr gekommen seid. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Sie ist hinter Ciri her. Will sie mitnehmen. Wir werden sie aufhalten. Woher willst du überhaupt wissen, dass die Jagd auftaucht? Sie weiß immer, wohin ich mich teleportiere. Und sie bewegt sich blitzschnell von Ort zu Ort. Und wie lautet unser Plan? Wir müssen die Initiative ergreifen. Jeder wird eine Aufgabe haben. Ach du, ja komm, nimm Initiative. Eredin, der König der Jagd, ist überzeugt, dass er uns mit seinem Angriff auslöschen wird. Wir müssen die Initiative an uns reißen, seine Pläne durchkreuzen. Ich erschaffe eine magische Kuppel über der Festung. Das wird sie zurückschlagen und zwingen, im Wald zu landen. Wenn sie im Wald verstreut sind, könnten wir kleine Gruppen von Reitern verfolgen. Einen Freiwilligen für die Jagdgesellschaft gibt es schon. Ich bin der Zweite. Die Jagd wird versuchen, durch Navigatorenportale in die Festung einzudringen. Gegen diese Art von Magie kann ich nichts ausrichten. Deshalb müsst ihr so viele wie möglich schließen, während ihr im Wald kämpft. Mhm. Lambert wird Demeritium-Bomben für uns herstellen. Weißt du die Formel noch? Aber klar. Ausgezeichnet. Irden müsste auch bei den Portalen funktionieren. Ich gebe jedem von euch außerdem noch ein Amulett, das ihr durchbrechen könnt, um unsichtbar zu werden. Aber der Zauber hält nur, wenn ihr stillsteht oder euch langsam bewegt. Wenn ihr hastige Bewegungen macht oder gegen Feinde kämpft, seid ihr sichtbar. Außerdem können sie euch hören und riechen.
Wenn ihr auf eine große Einheit stoßt, greift nicht an. Gebt Triss Bescheid. Sie unterstützt euch. Ich warte auf euer Signal. Sobald ich es sehe, lasse ich Feuer auf den Wald regnen. Mhm, sehr schön. Aber das sind mächtige Zauber, die machen wollen, ne? Das kostet sicherlich einiges an Kraft. Ciri ist am wichtigsten. Wir müssen zusammenarbeiten. Ja, komm. Vergesst nicht, dass wir nicht sehr viele sind. Wir müssen uns gegenseitig helfen, uns unterstützen. Wenn etwas schief geht und die Jagd uns in die Defensive zwingt, ziehen wir uns zurück und verteidigen die Tore der Festung. Der innere Burghof ist unsere letzte Verteidigungslinie. Wenn wir sie dort nicht aufhalten, sind wir verloren. Und Ciri ist am wichtigsten. Ciri ist bei dieser ganzen Sache am wichtigsten. Die Jagd ist hinter ihr her und wir müssen sie um jeden Preis verteidigen. Was soll ich machen? Du bleibst im Burgfried. Wenn sie durchbrechen, werden wir alle kommen, um dir zu helfen. Das kommt nicht in Frage. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Daran zweifelt auch keiner. Aber erinnerst du dich noch an den wichtigsten Moment bei der Monsterjagd? Warte auf eine Gelegenheit. Nach der Ratsversammlung gebe ich dir ein Amulett. Wenn du es benutzt, landet ein Feuerball dort, wo du stehst. Für den Notfall. Okay, das bedeutet aber, dass nicht nur die Feinde ausgelöscht werden, die an der Stelle sind, wo sie steht, oder? Was können wir sonst noch verwenden? Wenn ihr die Jagd im Wald angreifen wollt, kann ich ein paar Fallgruben ausheben. Nach Art der blauen Streifen. Das heißt? Tief wie die Hölle. Am Boden voller spitzer Pflöcke. Ich habe diese Mahakama-Mischung mitgebracht. Brennt wie knochentrockener Salpeter und klebt einfach an allem. Wir füllen ein paar Fässer, stellen sie in einen engen Durchgang und jagen sie im richtigen Moment hoch. Weißt du, dass wir hier auf einem riesigen Gasvorkommen stehen? Ich könnte Spalten im Boden öffnen und Explosionen erzeugen, aber das müsste ich vorbereiten. Hast du ja schon. Es gibt noch das Labor und die Werkstatt. Vergesst eins nicht. Unsere Ressourcen sind knapp bemessen, unsere Zeit noch knapper. Wir müssen überlegen, welche Waffen gegen die Jagd am nützlichsten sind. Das stimmt. Wir müssen dem Labor und der Werkstatt jeweils einen Waffentyp zuweisen. Mhm. Was können wir im Labor machen, ja? Wer möchte das Labor benutzen? Ich habe angefangen, Tränke zu brauen. Das würde ich gerne beenden, wenn ich darf. Ich könnte noch mehr von diesen Hexerfallen vorbereiten, aber dazu bräuchte ich die ganze Laborausrüstung. Tränke wäre das Beste. Hexerfallen sind die beste Idee. Ja, ich sag mal, wie sie mir sagt, jetzt hat angefangen, aber ich nutze halt nie Tränke. Ich nehme Hexerfallen. Wir sind nicht viele. Darum brauchen wir so viele Fallen wie möglich. Reden wir über die Werkstatt. Ja. Ich wollte die Mauer reparieren. Aber wir brauchen das Werkzeug auch, um die Trümmer aus der Schmiede zu schaffen. Trümmer? Weißt du das nicht? Vor ein paar Jahren ist das Dach eingestürzt. Hat ein paar exzellente Schwerter begraben. Die könnten wir gut gebrauchen. Oha. Die Mauer ist genauso wichtig. Wenn sie hier durchkommen, ist die Belagerung schnell vorbei. Alter, was sind das für Entscheidungen? Das ist blöd. Repariere die Mauer, räume die Schmiede aus. Ich sag mal, im Kampf könnte ich mich auch durch... Kämpfe kriege ich auch durch Ausweichen hingezogen. Dann repariere lieber die Mauer. Dann habe ich mehr Zeit, um auszuweichen. Wir haben keine Zeit, noch viel mehr zu tun. Ich habe jetzt zweimal Wesemir widersprochen. Alles erledigt? Ey. Dass der mich noch nicht angeschrien hat. Ja, an die Arbeit. Ja, erledigt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. An die Arbeit. Fassen wir zusammen. Yennefer erschafft eine magische Barriere, um den Hauptansturm zurückzuschlagen. Das sollte sie in den Wald treiben. Dort warten Lambert und Geralt. Sie benutzen das Dimeritium, um die Navigatorenportale zu schließen und so viele Krieger wie möglich am Betreten der Festung zu hindern. Triss wartet auf ihr Signal und gibt den Reitern dann Saures. Alle anderen werden gegen die Gegner kämpfen, die es bis in die Festung schaffen. Was macht Falls etwas schief geht, geben wir den äußeren Hof auf und ziehen uns in den Burgfried zurück. Jalma hat noch überhaupt nichts gesagt. Denk dran, Ciri darf Eredin nicht in die Hände fallen. Das ist das Wichtigste. Sehen wir uns den Plan der Festung an und überlegen uns die Details. Okay. Kämmerhin, einige Stunden später.
Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir etwas Wichtiges vergessen haben. Denk einfach nicht dran. Wie laufen die Vorbereitungen? Sprechen wir über das, was uns erwartet. Wie laufen die Vorbereitungen? Was ist fertig? Wir hatten wenig Zeit zum Vorbereiten, also nicht viel. Ich bringe euch alle in Gefahr. Unnötig. Du machst dir zu viele Sorgen. Schau nicht so grimmig. Wir schaffen das. Danke. Mal gucken. Für alles. Ich sattle die Pferde. Komm, wenn du bereit bist, in den Wald zu reiten. Okay. Kann ich auch zu lange warten? verlasse die Festung und gib dich zu Lambert, wenn du bereit bist, der wilden Jagd entgegenzutreten. Ich sage jetzt einfach mal, ich bin es. Ich habe ja die Kisten, die benutzt, also nicht irgendwelche komischen, starken Gegenstände, die ich noch habe oder so. Wir werden sie wiedersehen, Geralt. Yennefer wartet bereits. Er trainiert fleißig. Ich denke, wir werden sicherlich auch ein paar gute Freunde verlieren, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle überleben. Ja, es wird kalt. Der Wind kommt. Die eisige Kälte ist da. Seht ihr das? Es geht los. In den Wald. Sofort. Jennifer bereits sehen. Das Schutzschild errichtet. Triss ist auch bereit. Ja, das Silberschwert, okay. Da ist das Schild. Scheint nicht sehr groß zu sein, oder? Wollte sie das nicht um die ganze Burg errichten? Ah, okay. Sie macht's größer jetzt. Oder? Na, mach nichts Falsches, Ciri. Ja, okay. Jetzt geht's um die ganze Burg. Ich sag ja, mächtige Zauber. Es schwächt sie scheinbar jetzt schon ziemlich. Ich glaube, wir sollten uns lieber beeilen. Das wird sie nicht allzu lange durchhalten. Ich muss mich bei Yen bedanken, wenn alles vorbei ist. Dieser Zauber hat's in sich. Und die Unsichtbarkeit. Ihre Hunde könnten dich wittern. Geh nicht zu nah ran. Und denk dran, dass du sichtbar wirst, wenn du kämpfst. Gute Arbeit mit den Bomben übrigens. Immer sorgfältig auf die Portale zielen. Ich habe kein Demeritium mehr. Yen hat erwähnt, dass man Irden auf die Risse wirken kann, um sie zu versiegeln. Sie sind hier. Zeit für ein Grußwort. Ja. Langsam. Das Überraschungsmoment ist elementar. Verbergen wir uns und geben Triss die Möglichkeit, es ihnen zu zeigen. Dann schlagen wir zu. Das hört sich gut an. Ja.
Wenn du das nächste Mal merkst, dass ich Merigold sauer mache, dann hau mir eins drüber. Okay. Alles klar. Schwert des Kriegers, das brauche ich jetzt mit Sicherheit nicht. Ich darf nur nicht sprinten scheinbar. Oder? Ich habe es mal gerade ausprobiert, aber scheinbar bleibe ich unsichtbar. Ja. Ich gehe aber sicherheitshalber wirklich mal langsam. Boschs Fallgruben, die sind wirklich ideal. Du scherzt wohl. Gut, dass wir nicht reingefallen sind. Ganz ruhig. Bosch kennt sich mit dieser Kampftaktik aus. Oh, fuck. Die Abdeckung würde unser Gewicht tragen. Bei einem Reiter der Jagd in voller Rüstung ist das was anderes. Okay. Das ist cool. Portale kannst du schließen, indem du eine Dimiritium-Bombe hineinwirfst. Dann mache ich aber ganz kurz mal I. Ich habe zwei. Mensch. Das ist ja toll. Nicht, dass ich diesen Unsichtbarkeitsscheiß nicht trauen würde. Aber wir sollten vor. Von diesen Kreaturen Abstand halten, ja. Ich hasse Portale. Okay, wir sind nicht mehr unsichtbar. Okay, oh. Da kommt ein Hund. Verlieren wir den mehr. Jan, ich habe den falschen Zauber noch ausgewählt. Ich wollte Jan, falls die Bombe nicht wirkt. Verdammt! Achtung, ausweichen! Boah, von hinten kam im selben Moment der Hund. Au! Das hat jetzt leider nicht so gut gewirkt. So, ich verwende einfach mal Gwen, damit ich wenigstens immer mal zwei Schläge abfangen kann. Au! Oh! Das hat weh. Okay, der ist erledigt. Geralt, komm nur. Sehr schön, wir sind wieder unsichtbar. Weiter geht's zum nächsten. So. Und wieder langsam rangehen. Sobald wir die Bombe geschmissen haben, werden wir sichtbar, immer dran denken. Kann das sein, dass die aber das Scheinen hier auch sehen? Kann mir nicht vorstellen, dass... Eine weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Ich hätte vorher Sven wirken sollen. Okay. Wenn es gewirkt. Ich habe also zwei Hits, die ich einstecken kann. Eins, zwei. Warum kann ich nicht mehr schlagen? Ich kann nicht mehr schlagen. Okay, das hatte ich doch schon mal, dass ich nicht schlagen konnte. Oh, verdammt. Was mache ich denn jetzt? Also an der linken Maustaste lag es, glaube ich, nicht. Das ging dann irgendwann einfach wieder, aber... Wenn ich mich langsam einfach wegbewege, scheine ich wieder unsichtbar zu werden. Ja, ich bin wieder unsichtbar. Ich kann aber auch wieder schlagen. Okay, nice. Ich muss jetzt nur mal ganz kurz so lange warten, bis ich wieder schlagen kann, warum auch immer das eben nicht funktioniert hat. Komm schon, komm näher. Der ist weg, da ist ein Hund. War das der erste oder zweite Hit, den ich auf Sven... Das war der zweite Hit, den ich auf Sven passiert habe. Die beiden Hunde sind auch weg. Au! Aua! Au! Au! Oh, verdammt. Jetzt sollte ich hier mal ein bisschen Abstand nehmen. Der ist weg. Ausweich... Aua! Der schlägt mir ein bisschen schnell. So. Komm zu Mama. Das ist fertig. Ich lasse mich mal ganz kurz regenerieren. Und esse mal Dörrobst. Dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. Ich weiß nämlich nicht, was ich gerade drin habe. Donner und Schwalbe habe ich auch noch. Schwalbe ist auch ganz gut, aber das will ich jetzt noch nicht verwenden. Habe ich noch die Meritium-Bomben? Tatsächlich. Oh. Problem gelöst. Okay, nein. Nein, wie komme ich aus der Bombe wieder raus? Scheiße. Geralt, hierher. Schau, sie formieren sich neu. Okay. Siehst du den Kommandanten?
Das ist Imlerit. An den kann ich mich erinnern, als ich noch mit der wilden Jagd ritt. Verdammt! Der Zauber lässt nach! Wir werden sichtbar! Das scheint das Signal zu sein für Triss. Was ist mit Marigold? Scheiße. Oh oh. Irgendwas scheint schiefgegangen zu sein. Die Frage ist was. Stufe 25 erreicht, das ist schön. In der Zwischenzeit. Ciri. Oh nein, was hat sie getan? Du solltest drinnen warten. Ich muss mich ihnen stellen. Ich will auch kämpfen. Ich will auch kämpfen, komm. Ich sitze nicht rum, während ihr euer Leben für mich riskiert. Geh wieder rein! Nein! Geralt hat das Signal aus den Wäldern gegeben. Und Triss hat den Zauber nicht gewirkt. Verdammt! Renn zu ihr! Was? Wie ist er so schnell hier reingekommen? Jawohl, Sultan! So geht das! Was? Nein! Okay. Solange auf ihm gelandet ist, alles cool. Double Chase! Lass mich raten, das bedeutet Zwergenscheiße oder so. Drücke, um einen Feuerball herbeizurufen. Er wird deine aktuelle Position treffen. Ah, okay. Kann ich das mehrmals machen? Halte Umschalt links und gedrückt, um einen Sturmangriff auszuführen. Je länger du die Taste gedrückt hast, desto größer ist die Reichweite. Du hast immer... Hä? Du hast einen neuen Questgegenstand erhalten. Bereite dich auf seinen Einsatz vor, indem du ihn im Inventar an der richtigen Stelle platzierst und dann im Schnellzugriff auswählst. Oder halte... Amulett von Triss ist bereit. Okay, die sind beide weg. Halt durch, Triss! Ciri, geh in den Wurfspeed! Nein! Boah, Ciri ist übel stark. Alter, Ciri ist übel stark. Nur, dass meine Licht... Okay, jetzt geht's wieder. Oh Gott. Die hatte doch aber noch so einen geilen Angriff, wo die so ein Schild gewirkt hat. Wie ging der denn? Los, jetzt wirk den Zauber, Triss. Los, wirk den Zauber. Das war knapp. Verdammt! Los jetzt. Wirk ihn. Oh, oh, oh. Es kommen halt immer weitere durch die Portale. Oh, das sieht nicht gut aus. Triss. Geralt. Boah, geil. Alter. Das tat mit Sicherheit weh. Da steht noch einer. Ah, klar, der Kommandant. Hat er mit 100 Pro schon gerechnet gehabt. Okay, los, komm, Plötze. Der Schneesturm hat die Festung fast erreicht. Schneller, Plötze. Anhalten! Merigold gibt uns Deckung! Alter! Die lässern ganz. Ebenbild. Wohl kaum. Boah! Die lässt ja einen ganzen Kometenring auf den Wald niederregnen. Was ist das für ein Zauber? Große Abteilung nähert sich aus dem Wald. Wir müssen das Tor schließen, bevor sie reinkommen.
der Typ hat natürlich darauf gewartet, dass Vesemir das zu Ende gesprochen hat. Ne? Riegelt den Burghof ab! Mach das Tor so. Zu! Na, komm, du stehst mir jetzt nicht im Weg, mein Lieber. Steck Dreck. Na, 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 ausweichen, Geralt! Das Tor, verdammt! Schnell! Ich bin ja schon unterwegs. Au, au! Boah! Vesemir, du schaffst das, du schaffst das. Ich lieber auch mal, der kann uns sicherlich noch helfen mit diesen Spalten. Ja. So, und das Tor schließen. Ich hoffe, alle von uns sind drin. Oh, selbst er kommt da nicht durch, Alter. Lambert, spiel nicht den Helden! Geralt, geh zu Lambert, sofort! Schnell! Komm schon! Ich helfe dir, Lambert. Zack, ein Schlag kann ich noch kassieren. Alle erledigt. Lambert, verdammt! Bleib bei uns! Wir müssen uns zurückziehen! Alles cool. Yennefers Kraft lässt nach. Alles cool. Bloß schnell zurück in den Innenhof. Lambert konnte ich noch retten. Wir müssen uns zurückziehen. So, auf in den Innenhof. Achtung! Oh! Ist Lambert noch durchgekommen? Ja, ganz knapp anscheinend. Die Meritium-Bomben sind nicht die einzige Möglichkeit, Portale zu schließen. Auch mit dem Jagdzeichen funktioniert durch das Tor in den Hof. So. Noch weiter zurückziehen, okay. Keine Sekunde zu früh. Geh zurück auf deine Position. Komm schon. Ich muss nur... Die Füße von Soltan, ihr Bastarde! Zurückziehen! Durch das Tor in den Hof! Ja, durch das Tor ist okay, aber dann will ich hier erstmal... Meine Freunde sind hier noch. Durchgang zum Hauptdorf überprüfen! Und dann durch das Tor hier durch. Wo ist Eske? Verdammt! Er sollte doch das Tor öffnen! Das hat er noch nicht getan, also... Der kommt klar! Wir müssen uns jetzt um Triss kümmern! Wo ist Triss? Okay, das Tor ist nicht offen. Komm schon. Auf zu Triss! Scheiße, komm! Das schließen... Das gerade rechtzeitig kam aber schon sehr schwach. Der Zauber scheint sie sehr geschwächt zu haben. Irgendwie verständlich. Mit der Menge an Kometen, die da runtergekommen sind. Sind irgendwo Portale noch offen? Scheinbar nicht, okay. Sag mal. Au! Au, 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 au! Ausweichen! Der ist weg. Alles in Ordnung? Ja, danke. Es sah nicht gut aus. Wir mussten uns zurückziehen. Sie haben versucht, durchs Haupttor reinzukommen. Ich fürchte, das nächste Mal könnten sie es schaffen. Was ist mit Eske? Wir müssen den Rückzug antreten. Er ist in Schwierigkeiten. Ich gehe ihm helfen. Oh nein. Denk an den Stein, den ich dir gegeben habe. Okay, ich werde dran denken. Wer ist das denn jetzt wieder? Heiler oder Magier oder irgendein Kommandant? Eskel, öffne das Tor. Öffne das Tor, dann können wir dir helfen. Oh.
Was? Ach, oh. Das ist doch unfair. Siehst du? Ich kann das auch. Was nun? Was? War das ein Rückzugssignal? Oder bloß ein Sammelsignal? Oh, direkt einen reinbekommen. Au, 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 oh Gott. Tritt zurück, sonst trifft dich das magische Geschoss, okay? Weg da! Okay, Eskel scheint es nicht zu stören, dass er so einen Feuerball runterregnet. Du hättest den Burgfried auf deinem Hintern sitzen bleiben sollen. So wie ausgemacht. Ja, dann würdest du nicht mehr leben. Wer hätte dann deinen gerettet? So, wo müssen wir... Oh, ich muss weiter. Oh, sorry. Oh nein, weg! Ich heile mich irgendwie nicht schnell genug, deswegen sollte ich lieber... Ich brenne. Deswegen heile ich mich wahrscheinlich nicht. Hopp. Au! Wir müssen ihnen das Tor aufmachen! Komm schon, aufmache, mache auf. Eskel hat das Tor aufgemacht. Wir können uns dahinter zurückziehen. Rückzug! Ist er durch, das du Tor sollst doch nicht hier draußen sein. Zu spät jetzt. Sie kommen durch die Lücken rein. Die Meritium-Bomben. In den Kisten bei den Mauern sind noch mehr. Oh, danke für die Bomben. Geralt, halt sie auf. Ich versuch's. Ich muss einen Vitalitätskreis formen. Verwende die Meritium-Bomben oder das wir Ja, dann zeig. Wir müssen die Portale schließen, sonst sind wir tot. Wo ist... Ich sehe kein Portal. Die Mauer hat sie aufgehalten. Ah, fuck. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Komm schon. Okay, das Portal ist weg. Au! Weg, 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 weg. Es scheinen keine, oh Gott. Keine Bomben mehr zu haben. Waren wirklich bloß zwei diesmal. Und wirkt den zu. Ach, ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht. Komm schon. Jetzt wirkt den Zauber. So, Portal ist zu. Ich habe auch nichts mehr. Ich muss mal R, damit ich mich noch wieder regeneriere. Hey, ernsthaft? Die Ziege steht hier einfach mittendrin und meckert auch noch. Au. Okay, das ist alles erledigt. Weiter. Rüste dich mit dem Meritium-Bomben aus Wesemis Vorräten aus. Ah, ich. Beim Tor oder so waren die, ne? Ja, ist egal. Au. Jetzt verwende ich das Jahrenzeichen. So. Tor ist auf. Oder Portal ist weg. Au. Weg, 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 weg. Ausgewichen. Ich kann sie nicht mehr aufhalten. Sie kommen durchs Haupttor in den Hof. Jalma ist unterwegs. Genau, ich bin unterwegs, nur noch der. Komm schon. So, schnell zum Haupttor. Der Bastard will durchbrechen und rein.
Hier sind doch überall Spalten, dann könnten wir die doch mal verwenden, oder? Oh nein. Das war's mit dem Zauber. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Bein gestochen, aber... Ja, gegen Kommandant und den Anführer ist schwierig. Dich nicht im Stich lassen. Ihr Menschen seid einfach so unpraktisch veranlagt. Ciri, nein! Tu's nicht! Ich verbiete es dir! Du warst schon als Kind so widerspenstig. Das mochte ich an dir. Flieh jetzt! Ah!
Henker. Ich war gerade so fasziniert. Ich hab mit dem Elfen, an den habe ich gar nicht mehr gedacht. Alter. Ich dachte, was geht jetzt ab, ey? Das passiert also, wenn man Ciri verärgert. Aber wie angenommen, werden wir nicht alle durchbringen können. Ich war zu spät, um ihm zu helfen. Das ist nicht deine Schuld. Ich hätte nicht hierher nach Kaer Morhen hinfliehen sollen. Und weiter auf die Nebelinseln bleiben? Schlechte Idee. Avalach ist schwach, aber er lebt. Triss kümmert sich um die anderen. Ich hätte euch fast umgebracht. Euch alle. Es gibt keine Schuld, nur Trauer. Du hast uns gerettet. Ja, sie hat uns gerettet. Ohne dich wären wir alle tot. Nein, Geralt. Die Jagd wäre nie nach Kaer Morhen hingekommen, wäre ich nicht hier gewesen. Vesemirs Begräbnis. Wir sollten es vorbereiten. Was ist jetzt aber mit der wilden Jagd? Sie ist ja nicht besiegt. Ich dachte, wir besiegen sie jetzt. Aber das war wohl nur eine weitere Schlacht, die geschlagen wurde. Doch der Kampf ist wohl noch nicht vorbei. Erstmal haben wir Mitternacht. Quäl dich nicht.
Kein Hexer stirbt je in seinem Bett. Du weißt nicht, wie das ist, Geliebte sterben zu sehen. Wegen dir. Für dich. Alle wussten, worauf sie sich einlassen. Ja. Und ihr habt mich gerettet. Für eine Woche? Zwei? Wir verstecken dich, Tarnenspuren. Nein. Ich fliehe nicht mehr. War Fail. Für die, die übrig bleiben, darf der Tod nie Vorrang vor dem Leben haben. Zollt eurem Freund den letzten Respekt, dann müssen wir beraten. Quest abgeschlossen. Die Schlacht von Kaer Morhen. Alter Falter. Wow. Die Story hat jetzt echt gefesselt. Die hat echt gefesselt. Ich werde mich immer an deine Lehren erinnern. Und an dein Opfer. Da wäre ich doch jetzt fast gegangen, ohne nochmal Respekt zu zollen. Cyrael kann riesige Machtmengen nutzen. Warum hat sie keiner gelehrt, sie zu kontrollieren? Das haben durchaus welche getan. Offensichtlich vergeben. Wir konnten noch nicht sprechen. Danke für deine Hilfe und deine Fürsorge für Ciri. Dank mir später. Jetzt müssen wir Cyrael von hier fortbringen. Sie verstecken. Wir brauchen eine größere Streitmacht. Alle, auf die wir uns verlassen können, sind nach Kaer Morhen gekommen. Darum müssen wir die Hilfe von Feinden suchen. Magie ist die beste Verteidigung gegen die Jagd. Wir brauchen Zauberinnen, Erzmeisterinnen der Magie. Du meinst die Loge? Mhm. Viele Logenmitglieder sind tot. Der Rest ist untergetaucht. Philippa Eilhard, Margarita Laux-Antil und Fringilla Vigo leben vermutlich noch. Und Francesca und Ida? Würden sie mitmachen? Ich glaube, man könnte sie überzeugen. Würdest du mit Keira lieber alleine reden? Das wäre wohl am besten. Keira? Doch nicht Keira Metz, oder? Dann hätten wir ein klitzekleines Problem vielleicht. Ich will die Loge dann nicht mit hineinziehen. Wir haben wohl keine Wahl. Ich vertraue der Loge kein bisschen, aber es sieht so aus, als hätten wir keine Wahl. Haben wir auch nicht. Ich habe eine Abmachung mit dem Kaiser getroffen. Im Gegenzug für ihre Hilfe erhält die Loge Amnestie und Asyl in Nilfgaard. Das ist unser Faustpfand. Triss, ich will heute aufbrechen und die Zauberinnen finden. Hilfst du mir? Natürlich. Ich weiß sogar, wo du anfangen könntest. Verdammt! Ihr plant schon wieder, ohne auch nur zu fragen, was ich denke. Mir reicht es. Ich lass mich nicht irgendwo hinbringen wie ein Bündel. Ich sitze nicht herum und drehe Däumchen. Ich bin das Warten und das Versteckspiel leid. Wir müssen dich schützen. Du hast recht. Ja komm, du... Sie hat doch recht. Du hast recht. Hast ja heute gezeigt, dass du auf dich aufpassen kannst. Es ist einfacher, jemanden zu trösten und zu hoffen, dass schon alles gut geht, als der Wahrheit ins Gesicht zu sehen. Cyrael besitzt große Macht, die sie nicht kontrollieren kann. Sie ist eine Gefahr für sich und andere. Bis sie lernt, sie zu kontrollieren, sollte sie isoliert bleiben. Erstens, Schwachsinn. Zweitens, wenn du schon von Mut redest, sprich direkt mit mir und nicht über Geralt. Ich bin weg. Ich gehe nach oder lass sie... Ich gehe nach. Ich gehe ihr besser nach. Warte. Sie braucht Zeit. Sie muss selbst mit ihrer Trauer fertig werden.
Wir sollten möglichst schnell anfangen, sie auszubilden. Sie muss lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren. Ist es wirklich nötig, sie auszubilden? Du hast gesehen, was passiert ist. Sie könnte eine größere Bedrohung als Diab darstellen. Gut, wir bleiben noch eine Weile hier. Dann kommen wir zu dir und Triss nach Novigrad. Wir treffen uns in Rittersporns Taverne. Los, Jen. Je schneller wir aufbrechen, desto besser. Bis dann. Alter. Wow. Wow, wow, wow. Also. Okay, es geht erstmal noch weiter. Einige Tage später. Es geht nicht. Siehst du das nicht? Du willst aufgeben? Nach nur 8 Versuchen? Zirael. Wie oft muss ich's denn versuchen? So oft wie nötig. Aber ich mache keine Fortschritte. Wir machen später weiter. Als du das erste Mal die Spur versucht hast, bist du auch nicht weit gekommen. Geralt, bitte. Nicht jetzt. Verglichen damit ist die Spur ein Spaziergang. Aber darum geht es nicht. Sondern? Avalach sagt, ich werde es erst schaffen, wenn ich aufhöre, an den Kampf zu denken. Aber ich kann im Moment einfach nicht an kleine Kätzchen und Vanillepudding denken. Sag mal, wie machst du das? Was denn? Dich immer unter Kontrolle zu haben. Immer konzentriert zu sein, egal was passiert. Entspann dich, du musst nicht in allem gut sein. Ich habe eine Idee, was dich aufmuntern könnte. Es gibt eine bestimmte alte Methode. Wesemir hat sie mir beigebracht und Barmin hat sie ihm beigebracht. Barmin? Bringst du mich in die Berge und lässt mich Schierling trinken? Die Druiden von Skellige setzen sie seit Jahrhunderten ein. Funktioniert immer. Hey! Das wirst du bereuen. Jawohl, ja komm. Ja komm, hey, steh mal schlatt. Das ist unfair. Steh mal schlatt. Wolpe. Das werden wir ja sehen. Du bist verarscht. Ja komm mal, Alter. Kannst du mich... Jawohl. Die größte Schlacht in der ganzen bisherigen Story. Und das erste, was man danach machen kann, ist eine Schneeballschlacht. Ey, ist das euer Ernst? Komm schon, ich kann kein Schneeball mehr werfen. Komm schon. Wie kann ich denn Schnee aufheben? Kannst du es nicht tun? Sprinten, umschalt links. Hexersinne? Nee. Ich kann keine Schneeball mehr werfen. Ciri. Nein, komm schon. Aufnehmen. Ah, okay, Schneeball. Ah, okay, ich muss hier rumgehen und, Wo ist sie? Wo ist sie? Ha! Na, wo bist du hin? Wo bist du hin? Da? Nicht? Wo? Da auch nicht? Da. Hab dich! Na, wo kommen sie als nächstes hin? Bam! Alter, ich komm da drauf. Darauf komme ich jetzt überhaupt nicht klar. Die größte Schlacht der ganzen Story bislang. Jetzt bist du fertig. Und das erste, was man machen kann, ist eine Schneeballschlacht mit Ciri. Oh, ich werde dich vernichten. Das gibt's doch nicht. Zack. Du hattest recht. Es funktioniert tatsächlich. Danke. Freut mich, wenn ich helfen kann.
Und was jetzt? Ich schau mal, wo unser lieber Wissender ist. Hätte ja klappen können. Oh Gott. Am nächsten Morgen. Geralt? Geralt? Wach auf. Was ist los? Steh auf, wir müssen gehen. Ich habe die Pferde gesattelt. Ciri, es ist noch dunkel. Wo willst du denn hin? Nach Velen, zum Kahlen Berg. In ein paar Tagen ist Hexensabbat. Und rate mal, wer als Ehrengast eingeladen ist. Klär mich auf. Keine Ahnung, klär mich auf. Imlerit, das ist deine einmalige Chance, ihn zu kriegen. Wo hast du das denn her? Was ist denn in dich gefahren? Ich muss Wesemir rächen. Der Sabbat, das ist die Gelegenheit. Imlerit wird betrunken sein und mit seinen Leuten feiern. Er wird nicht mit einem Angriff rechnen. Weißt du, was du davor hast? Was sagt Avalach dazu? Wie hast du vom Sabbat erfahren? Erstens und drittens würde mich interessieren, Avalach hat sie eh nicht gefragt. Ciri, weißt du auch wirklich, worauf du dich da einlässt? Ja, und ich muss es tun. Komm, wir reden unterwegs. Wir müssen zuerst den Kaiser sehen. Komm. Ey, warum nicht einfach mal Ciri vertrauen? Geh vor. Ich will sie ja nicht gleich wieder aufhetzen hier. Bereit? Gehen wir. Nach der Schlacht von Kaer Morhen leckten die Verteidiger ihre Wunden und Ciri begann ihre Rache zu planen. Eines Nachts weckte sie Geralt und drängte ihn, mit ihr nach Velen zu gehen. Sie wusste, dass sie Imlerit dort auf dem Kahlenberg finden würde. Und sie hatte beschlossen, dass er sterben musste. Oh Mann, ey. Ich hab echt gedacht, dass die Schlacht von Kaer Morhen das Finale sein wird, der Hauptstory. Aber The Witcher 3, nicht nur die Story selbst, hat mich unglaublich gefesselt und überrascht, sondern was mich noch mehr überrascht hat, ist einfach, dass die Story noch weitergeht, dass die Hauptstory noch weitergeht. Es würde theoretisch noch 2 DLCs geben, die man durchspielen könnte. Und verdammt, ich habe Bock drauf. Aber leider zu wenig Zeit. Und vor allen Dingen das auf YouTube zu machen, weil sich eben so aus der Vergangenheit ergeben hat, dass Witcher ist ja nun auch schon sehr alt, das Spiel. Und da das Interesse nicht so da ist, möchte ich eben mich auf andere Spiele auf dem Kanal konzentrieren als The Witcher. Aber erstmal wählen, nördliches Temerien, 5 Tage später. Ich habe bloß gerade auch keinen richtigen Moment, wo ich diese Folge jetzt beenden könnte, deswegen läuft die noch. Das ist doch ein gutes Bild, oder? Das ist ein schönes Bild. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt ein Like, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin, ciao.